Welcome back to another German food review, and it's alcohol time. Vodka Gorbachev and orange, and I reviewed the lemon already, and this one was bitter as hell, and yeah, that's not so good for me. And oh no, quinine. Also, I don't know if it's the correct pronunciation in English. In Germany, it's just chinine. Quinine also, don't know exactly. 10% of alcohol, oh, but this is bitter. No, I don't want that. Okay, 73% soft drink and 27% vodka. Okay, oh, from Berlin, interesting. And they should be over 18, at least in Germany. 25 cents extra price is like €2.50. Depends on the supermarket. Of course, yeah. Let's open it. Oh, and jetzt the sniff test. Okay, smells like orange and it's not bitter in the smell. So let's try it. Okay, yeah. Looks like cheap orange soft drink. It smells very light like orange. Okay, yeah, I hope it isn't bitter. Prost! Okay, it is bitter, but it's not extreme, just a little bit, at least at the moment. Okay, now, the aftertaste, oh, that's bitter. Yeah, I'm not sure why. Orange must be bitter, so why? To kill the alcohol flavor or so? I don't know. Yeah, it tastes a little bit like orange. Not the best orange soft drink on earth, I think. Oh, and then aftertaste is bitter. And I can't deal with that. Really. It hurts me. Okay, I would never ever buy this again because it's bitter. But if you can deal with that, this is okay. No alcohol at all. But bitter. Yeah, and not just a little bit, it's really bitter. So for me it's 99%, but yeah, it's a thumbs up for, yeah, it's okay. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So gibt es hier einen Wodka, ein Wodka-Mischgetränk, Wodka Gorbatschow und Orange. Und da habe ich gehofft, das muss schmecken. Ich habe mal dieses, was war das, Zitrone oder Lemon, hier heißt es Lemon, ja, ich glaube es heißt Lemon, ist ja alles in Englisch immer, reviewed, und das hat mir richtig wehgetan. Das war nämlich bitter und das mag ich überhaupt nicht, und leider ist das hier auch bitter. Hier ist nämlich Chinin drin, ich weiß nicht, warum da Chinin drin sein muss. Ist wahrscheinlich, um den Alkoholgeschmack zu bekämpfen, denn Alkohol schmeckt man nicht raus, aber es ist halt bitter und das kann ich nicht ab. Überhaupt nicht. Davon kriege ich Bauchschmerzen. Ja, werde ich mal eingießen. Preis ist zu 2,50. Kommt drauf an, wo ihr das kauft. Ich habe es, glaube ich, im Edeka gekauft. Aber es gibt es auch woanders. Und es ist aus 73% chininhaltigen Erfrischungsgetränk und 27% Wodka Gorbatschow. Orangensaft 5,6%. Und mit Farbstoff Carotin. Okay. Die kommen sogar aus Berlin. Wir sollten natürlich über 18 sein und so weiter. Am besten gar keinen Alkohol trinken. Okay. War hier noch was drauf? Nö, das war's. 10% hat's. Wo ist es denn hier? Und sind 0,33. Okay. So sieht's aus. Sieht aus wie eine günstige Brause. Orangenbrause. Und ja, aber... Okay, es knallt irgendwie richtig. Das sieht man, glaube ich, in der Kamera nicht so. Aber so ein richtig intensives Gelb, aber es ist nicht das beste Gelb. So hört man dann riechen. Und eigentlich riecht es nicht bitter. Es riecht ein bisschen nach Orange, ganz leicht. Und auf jeden Fall nicht nach Alkohol.
Nee, nicht nach Alkohol, Brust. Also der erste Geschmack ist okay. Und wenn der weg ist, kommt richtig bitter durch. Und das geht nicht für mich. Das kann ich nicht ab. Boah. Da kriege ich echt Bauchschmerzen von. Ich denke mal, wenn ihr das abkönnt, wenn ihr Tonic-Trinker seid, dann könnt ihr damit umgehen. Ich kann damit nicht umgehen. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist hier schon okay. Ist nicht der beste Orangengeschmack, ist so lala. Aber ja, es geht ja um den Alkohol. Und es schmeckt besser als diese Whisky-Dinger und so. Ja, ist mir halt nur zu bitter. Muss man sich halt entscheiden. Ob man das mag oder nicht. Ja, für mich sind es 99%, aber ich gebe mal einen Daumen nach oben, denn so schlecht ist das gar nicht. Ist halt nur bitter. Ja, ich weiß, habe ich schon oft gesagt. Aber das ist es halt. Bitter. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.